gibt keine besseren Voraussetzungen für mich als 2 Wochen Urlaub und nicht Vampir gezockt. Doris Fletcher am Arsch, die mir in den letzten, ich glaube in der vorletzten Episode, so ziemlich den vampirischen und toten Hintern vermöbelt hat. Und ja, wir haben nur 2845 EP im Grunde genommen, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Sollte ich mindestens 3000 EP erhalten. So viel weiß ich. Ja, ich bin noch etwas heiser. Ist immer noch erkältungsbedingt, der Debuff wirkt noch. Aber es sollte nicht mehr allzu lange dauern, bis euer VR Kirito wieder auf 100% HP steht. Hoffe ich zumindest. Nichtsdestotrotz, Herbstzeit bricht so langsam an. Herbstkinder, versammelt euch. Der Nerd Universe Mond steht am Himmel. Und ihr merkt, ich habe den poetischen. Aber das ist halt auch einfach die perfekte Zeit. Ich predige es immer wieder und wenn das nervt, sorry, es wird noch eine Weile nicht ändern. Ich freue mich so dermaßen drauf und so ein Spiel wie Vampir ist da perfekt für. Das gleiche könnte man auch sagen, auch zu Spielen wie Sherlock Holmes zum Beispiel. Und viele andere storygetriebene Spiele, die euch vor allem auch mit einer Narrative, mit einer Lore unterhalten. Etwas, was man nicht unbedingt allzu häufig vorfindet. Ich glaube, der beste Ort, um jetzt womöglich noch mal ein bisschen mehr XP zu bekommen, zumindest in der Nähe, ist der Park. Und jo, ich werde brauchen, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder auf den Sack bekommen. So, das leuchtet Augen, das weiß ich noch. Das heißt, sie sehen mich auch, wenn ich unsichtbar bin. Jo, da oben ist noch einer. Erinnere dich, Jonathan Reed. Das ist eine Reichweite. Ich will jetzt nur nicht drauf gehen. Das wäre jetzt zu doof. Das wäre total die Demoralisierung. Ich muss das Serum nehmen und tot bin ich. Ich schniefe jetzt, weil ich weine. Nicht, weil ich erkältet bin. Verdammte Kacke nochmal. Du wurdest besiegt. Na, super. Danke für den Hinweis. Wieso gab es da nicht nochmal ein Replay? Irgendwie, dass er nur fett in 4K dann vor die Glotze flimmert. Egal, auf welche Auflösung man es hat. Auf 640x480. Okay. Haltet eure Sledge auf. Ja, das war jetzt kein gutes Warm-up. Das Problem ist, es gibt keine schnelle Reise. Immer noch nicht. Und ja, ich wünsche mir eine schnelle Reise. Ich fände das gut. Wie man sieht, hätte es einige Vorteile. Und aber ja, normalerweise sollte man nicht bei so einem Türschmob draufgehen. Ich denke, mich entschuldigt die lange Gaming-Abstinenz. Vor allem die Abstinenz von Vampir. Vampir ist immer so, dass ich auch so mit nur 2-3 Tagen Pause immer ein bisschen brauche, um kurz in das Kampfsystem reinzukommen. Was aber so der einzige Kritikpunkt eigentlich an Vampir ist, finde ich. Also einzig wirkliche ins Gewicht fallende Manko. Aber ich sag mal so, man kann immer bei einem Spiel etwas finden, was man kritisieren kann. Aber mir sind eigentlich nur wichtig irgendwelche Fehler oder Erschwerlichkeiten des Gamerlebens, die mich halt wirklich einfach stören oder die mir halt immer öfters mal auffallen, auch wenn ich gar nicht bewusst drauf achte. So, ähnliche Situation, nur ohne Lykaner, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen. Diese werwolfartigen Säcke. Genau, also so hätte ich jetzt sowieso erstmal gar nicht zu Doris Fletcher gehen brauchen. Hat die aus dem Jagdfleisch gemacht. Hat sie ja schon so. Die Axt ist nicht so gut gegen ihn. Ja, das ist gefährlicher Angriff. Das ist ja auch immer noch sehr gut, auch wenn Vampir glänzt nicht unbedingt mit einer hohen Gegnervariation. Dafür haben aber auch der normale Trash Mob hat so seine Special-Attacken, die er dann mal auspackt, mehr oder weniger überraschend.
Jetzt wie in diesem Fall eigentlich nicht überraschend, aber er trifft halt auch mal. So, hier ist irgendwo auch dieses Werwolf-Ding. Ich sollte mich jetzt aber so langsam ein bisschen aufgewärmt haben. Oh ja, da kommt er. Oh, Concentration, please. Schroffenmuni wollte ich eigentlich aufheben, aber wozu? Wenn ich es nicht überlebe, ist auch nicht gut. Für Doris Fletcher kann ich dann nochmal in einem Unterschlupf auffüllen. Was mich daran erinnert, dass es im Raum steht, dass Blade wieder in irgendeiner Art und Weise kommen wird. Vielleicht als Serie oder so. Oder halt einfach integriert in die ganze Marvel-DC-Filmwelle, die wir aktuell haben. Zu Recht, zum Glück. Oh ja, das würde mich sehr freuen. Wesley Snipes war ja eine Zeit lang im Knast wegen Steuerhinterziehung. Kann man jetzt erstmal voll halten, was man will. Aber das hat mich schon sehr gestört, dass er da im Knast hockt. In der schwedischen Gittern, während ich da irgendwie voll Bock drauf habe, da irgendwas Neues von Blade zu sehen. Blade habe ich immer sehr gefeiert. Also, wenn man mal schaut, ist Blade, wenn man mal von den Comics mal absieht. Aber als damals der erste Blade erschienen ist, das war schon nochmal irgendwie zu der Zeit, war das schon abgefuckte, im positiven Sinne, Innovation. Das hat mich so dermaßen geflasht. Aber so ein Vampir hier zu haben, der ein Vampir ist. Das war schon etwas, was natürlich zum Teil mit dazu beigetragen hat, dass Blade auch, gerade die Filme, also gerade der erste Teil vor allem, so populär waren, glaube ich. Also ich glaube, so viele haben so gefühlt. Und ja, wäre Zeit. Ich würde mir auf jeden Fall einen Blade-Ableger in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall reinziehen. Aber da es schon im Webflurfunk unterwegs ist, diese Info, dass da eben schon zumindest mal Signale von Wesley Snipes in Richtung der Filmstudios geht, Richtung Marvel vor allem, ist das eigentlich fast immer schon ein Zeichen, dass eigentlich schon eine Promo läuft. Und das vermutlich schon sowieso unter trockenen Tüchern ist. Und das jetzt einfach dann nach und nach rausdümpelt, diese Info. Also nehmt meine Worte nicht vielleicht hundertprozentig für voll, aber ich bin mir ziemlich sicher und attestiere das jetzt hier in diesem Let's Play. Ich glaube, dass irgendwas mit Blade kommen wird und Wesley Snipes. In einer oder anderen Form, sei es über eine Marvel-Netflix-Serie, was ich mir sehr gut vorstellen könnte. Oder aber eben direkt sogar als ein neuer Film. Ich würde sogar eine Serie bevorzugen mittlerweile. Ich bin mittlerweile sehr viel mehr serienaffin als filmaffin. Ich schaue viel mehr Serien als Filme. Und von daher wäre ich mit der Serie doch sehr glücklich. Wie man mir erkennt. Die Giftgranaten. Ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt auch mit steigender Level und mit fortschreitender Story irgendwie so ein bisschen mehr in die Trickkiste greifen. Die vor allem die Wachen von Premen werden jetzt aggressiver. Ich kann es mir nur einbilden, aber ich glaube, das ist echt so. 10 EP gerade mal. Ich glaube nicht. Ja, Wachen von Preven und Monster auch noch. Wobei sie sich gegenseitig bekämpfen könnten, wenn ich sie anlocke. Wenn es dumm läuft, greifen sie mich alle an. Ich probier's mal. So, komm mal zu mir. So, jetzt bringen wir noch ein bisschen Salz in die Suppe. Ja, jetzt bekämpfen sie sich gegenseitig. Sehr schön, jetzt kümmern wir uns erstmal um dich hier. Arrow. Aus einer Superhelden-Serie, die ich mit Verlaub überhaupt nicht verstehe, warum sie so erfolgreich ist. Ich hatte mal damals irgendwie irgendwo mitten reingeschaltet bei Arrow. Und die Kampfszenen, die dann folgten, waren so dermaßen schlecht, dass ich mir gesagt habe, nein, auf keinen Fall schaue ich mir die Serie an. Kann natürlich sein, dass es ein großer Fehler ist. Aber, ja.
Es gibt so Punkte, die kann ich ganz schwer übersehen. Das sind vor allem Kampfszenen, also vor allem schwer ertragen. Also, gerade Filme, Serien, bei denen auch Kampf ein wichtiger Bestandteil ist, was so auf jeden Fall bei Superhelden, Serien und Filmen der Fall ist, dann muss die Choreografie halt gut sein. So. Und ein anderes Negativbeispiel war Iron Fist. Da fand ich das ziemlich ähnlich. Also, ich praktiziere ja schon seit Ewigkeiten traditionelles Kung Fu und man entwickelt natürlich auch ein Auge für, gerade ein detailliertes Auge dafür, was gut ist oder was nicht gut ist in dem Bereich und auch im Kampfbereich. Aber bei Iron Fist ist es halt besonders deutlich, weil er halt, man halt sieht, dass er Kung Fu in der Form erst für die Serie erlernt hatte. Und später kamen dann auch tatsächlich dann auch solche Informationen hoch. Kurz vor der zweiten Staffel, wo es dann eben hieß, dass sich die Producer dessen bewusst sind und ja, dass deswegen entsprechend nochmal mehr daran gearbeitet worden ist. Deswegen werde ich mir vielleicht Iron Fist doch noch reinziehen, weil ich den Schauspieler an sich ja schon sehr sympathisch finde, eigentlich. Und ja. Falls jemand von euch Iron Fist feiert oder eben auch eine ähnliche Meinung hatte oder hat, schreibt es mir in die Comments. Bin natürlich ein bisschen abgeschweift jetzt hier, aber im Grunde genommen, wir sind jetzt hier gerade mal weg von der Story und versuchen uns ein paar EP noch zu ergattern, bevor es dann wieder an Doris Fletcher rangeht. Aber man sieht ja, ich gehe jetzt hier schon wieder fast drauf. Wenn ich sogar gleich drauf gehe. Okay. Ja, kann man auch ein bisschen OT sein vom Let's Play. Verdammten Giftwolken. Die Blut habe ich nicht mehr. Wenn Schillinge was bringen würde. Okay, 75 EP bräuchte ich noch. Ist auch noch mal ein bisschen. Ereignis würde mir natürlich nochmal genug EP bringen und ich glaube, es ist sinnvoll und klug, da jetzt auch hinzugehen. Deswegen bewege ich mich jetzt erstmal dorthin, hole mir auch die restlichen EP, so dass ich über 3000 EP komme. Und erst dann macht es auch Sinn, dann im Unterschlupf dann mich auszustatten und hochzuleveln, um dann Doris Fletcher dann zu zeigen, wo der Ziegenbock den Honig hat. Oder umgekehrt, sie verdrischt uns wieder durchs gesamte Theater. Das könnte natürlich auch sein. So oder so wird es für euch unterhaltsam. Das ist schon ein ganzes Stück. So, gehen wir in die nächste Gasse rechts rein. Er hat immer noch diesen Steuerungsbug. Wenn man auf der Karte war und dann zurück switcht, zumindest wenn wir im Patch spielen. Dann lässt er sich nicht gut bewegen. Dann will er nicht. Jetzt genau schon wieder. Dann läuft er irgendwie komisch. Nicht so, wie er sollte. Das ist aber einer der wenigen Bugs, die ich jetzt so im Vampir gesehen habe, eigentlich bisher. Wobei er nervig ist. Was ist das? Feriendox ist auch völlig anders. Und sie wissen es auch gut, mit der Musik hier wieder zu spielen. Also erneut ist das auch wieder sehr auffällig. Was die Atmosphäre total verändert im Vergleich jetzt zu Whitechapel. Was ja auch genau bedrohlich ist, aber als man merkt so, sobald man eigentlich in einem anderen Bereich ist, in einem anderen Viertel, dann merkt man das. Da muss man nicht mal auf der Karte geguckt haben,
um festzustellen, okay, ich bin jetzt in einem anderen Bezirk. Das ist greifbar. So greifbar wie der Kollege da vorne. Und ja, hier ist auch ein Unterschlupf rechts oben. Gar nicht gut. Ein paar Ratten gebrochen, ja. This is despicable. Das schon, aber sie sind nahrhaft. Easy. I have this. Das ist meine. Lass sie doch. This is despicable. Das ist tatsächlich. So, eigentlich ist es nicht mehr weit weg. Hier rechts im Lagerhaus. Jawson. Scheiße. Okay, ich springe aber auf jeden Fall erstmal kurz hoch. Und rüste mich zumindest aus. Bin ich beinahe draufgegangen. Gut, noch ist es nicht vorbei. Eine reichhaltige Blutprobe und Opium. Perfekt. Let's party. So. Wir haben eine Leiche im Zimmer. Sind wir nicht alleine. Ist makaber, ist aber kurz vor Herbstzeit. So. Serum stellen wir auch noch kurz her. Die dicken Dinger, die kann ich noch nicht herstellen. Das dicke Blutserum, das geht. Welche Dorfschletschau brauchen? So, Flaschen. Zerlegen wir noch. Die hat eine Tuis. Und hier kann man zumindest mal noch Opium. Bräuchte noch wässrige, kräftigende Blutproben. Jo, das machen wir in der nächsten Episode. Da bewegen wir uns hier zu diesem Ereignis, machen vielleicht sogar noch das untenstehende Ereignis. Und dann sollten wir schlussendlich dann hoffentlich dann Doris Fletcher besiegen können, weil wir dann vielleicht ein bisschen stärker sind. Und ob das so ist oder nicht, das seht ihr in der nächsten Episode. Und ich wünsche euch bis dahin noch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal.